Hallo Natur- und Filmfreunde. Heute geht es mal um ein Messer. Genau genommen, um eines dieser beiden. Was wir hier betrachten, ist die MAT-Reihe von Enforcer. Oder wie ich gerne sage, MAT. Welche sich beide durch einen geringen Preis und ein äußerst robustes Erscheinen bemerkbar machen. In diesem Video richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das MAT 1. Und im nächsten Video auf das MAT 2. Welches sowas wie der kleine Bruder des MAT 1 ist. Und auf keinen Fall außer Acht gelassen werden darf. Viel Spaß! Das MAT 1 der Firma Enforcer ist ein sehr unbekanntes Messer, was auffällt, wenn man sich im Internet mal etwas umschaut. Und als ich es das erste Mal in der Hand hatte, war ich total sprachlos und dachte, es handle sich hierbei um ein 300-Euro-Messer. Es ist eines dieser Messer, die man in die Hand nimmt und weiß, dass es genau zu einem passt. Geliefert wird das Messer in einem solchen Pappkarton und einer Scheide aus dünnem, mit Nylongewebe überzogenem Kunststoff. Die Scheide mit ihren 62 Gramm ist leicht und die Gürtelschlaufe ist ausreichend für einen 9 cm breiten Gürtel. Gehalten wird das Messer mit einer Schlaufe, die mit einem gut haltenden Druckknopf geschlossen wird. Dank des längeren Riemens kann man den Knopf auch gut nur mit einem Daumen öffnen. Viele mögen das Messer bei mir schon in einer Lederscheide gesehen haben. Diese ist leider selbst gemacht und so nicht erhältlich. Mehr dazu und eine Anleitung, wie ihr das selbst machen könnt, folgt in einem anderen Video. Diese wird natürlich auch auf andere Messer übertragbar sein. Das Messer selbst macht einen verdammt robusten Eindruck, wie bereits erwähnt. Das liegt an einem Gewicht von 382 Gramm und einem 5 mm starkem Stahl. Die Länge der Klinge liegt bei 16,5 cm und die Länge des Griffes bei 13,5 cm. Die Gesamtlänge des Messers liegt somit bei 30 cm. Die Klinge ist durchgehend, von der Spitze bis hinter den Griff und die Griffschalen sind aufgesetzt. Der Stahl besteht aus einem robusten Stück 8CR13MOV-Stahl, welcher eine Rockwell-Härte von 58 bis 60 besitzt. Für die, die mit dem Stahl nicht so viel anfangen können, erinnert sehr einem 440er C-Stahl, welcher mein Lieblingsstahl ist. Er ist hart und hat eine gute Standzeit, welche die Dauer des Schärfegrads beschreibt und ist dennoch nicht zu hart, sodass er sich gut nachschärfen lässt. Rostträge wie der 440er C-Stahl ist dieser hier auch. Die schwarzen Griffschalen bestehen aus G10, welches ein leichtes und aufgrund seiner Gewebestruktur sehr robustes Material ist. Aber kommen wir mal zu den äußeren Beschaffenheiten des Messers. Was zuerst ins Auge fällt, ist der Hohlschliff, welcher das Messer höllisch scharf macht. Genauso scharf wird es auch geliefert. Und eine angenehme Rasur ist gar kein Problem. Hinter dem Griff haben wir eine Öse, durch die wir eine Fangschlaufe ziehen können, wenn wir das mögen. Mitgeliefert wird diese nicht. Aber dafür brauchen wir auch nur ein Seil oder ein Stück Paracord. Am Klingenrücken haben wir ein sehr griffiges Daumenprofil, mit dem es möglich ist, mehr Kraft durch einen guten Halt aufzubringen. Was man in diesem Video leider nicht verdeutlichen kann, ist, wie geschmeidig der Klingenrücken poliert ist. So kann man zum Beispiel beim Ausnehmen eines Tieres die Klinge sicher durch den Körper des Tieres führen, ohne irgendwelche Organe zu beschädigen, die das Fleisch verderben würden. Das Funkenschlagen mit einem Mischmetallstab ist aber dennoch möglich, ohne die feine Schneide zu beschädigen. Hier, in dieser Fingermulde, mit der man ebenfalls einen guten Griff hat, wenn man die Klinge mal etwas kürzer nehmen mag, wie beispielsweise für feine Schnitzarbeiten, hat man eine scharfe Kante, mit der man gut Funken erzeugen kann. Die Griffschalen fühlen sich äußerst robust an und schmiegen sich ergonomisch an meine Hand an. Das Messer fühlt sich sehr geschmeidig und angenehm an. Und das Gewicht lässt das Ganze elegant und edel wirken. Auch der Preis für ca. 50 Euro ist, wie ich finde, für das, was man bekommt, echt gut. Es ist groß, schwer, minimalistisch und wenn man es in die Hand nimmt, verliert man leicht die Worte. Doch wie alles im Leben gibt es auch hier zwei Seiten. Beginnen wir zunächst wieder mit der mitgelieferten Scheide. Die Scheide ist sehr einfach gehalten und somit ein absolutes Minimum. Bei einem so scharfen Messer sind diese Riemen, mit denen das Messer in der Scheide gehalten wird, schnell mal aus Versehen beim Einstecken oder Rausnehmen des Messers durchgeschnitten, weshalb man sie immer mit einer zweiten Hand auf die Seite halten muss. Wenn wir das Messer ansehen, dann sollte allen sofort ein ganz großes Thema in den Sinn kommen. Das Erbe Frankensteins. Ja, was war da los? Ich zerbrach mir lang den Kopf, bis es mir glasklar wie Schuppen von den Augen fiel. Das Hebelgesetz. Um das zu verstehen, müssen wir uns einmal ansehen,
wie ich mit dem Messer arbeitete und wie Betoning genauer funktioniert. Beim Beton hat man einen klassischen, ausgeglichenen Hebel. Das Messer ist der Hebel. Der Drehmoment ist in der Mitte unter dem Messer, das zu spaltende Material. Kraft 1 und Kraft 2 wirken jeweils an den Enden des Messers. Kraft 1 ist unsere Hand, die zum einen das Messer hält und zum anderen dafür sorgt, dass das Messer nicht nach oben weghebelt. Während Kraft 2, der Schlag, das Messer in das Material treibt. Beide Kräfte arbeiten gegeneinander. Die eine im Uhrzeigersinn, die andere gegen den Uhrzeigersinn und heben sich so, optimalsterweise, gegenseitig zu 100% auf. So entstehen keine Spannungen im Stahl. Das Messer bewegt sich gleichmäßig nach unten durch das Material. Jetzt sehen wir uns an, was ich tat. Ich legte die Messerspitze auf das zu spaltende Material, ein Stamm, und schlug auf den mittleren Bereich des Messers ein. Meine Hand befand sich hinten am Griff, um das Messer zu halten und den Schlag zu unterstützen. Physikalisch gesagt, der Drehmoment befindet sich hier am Ende und sowohl Kraft 1 als auch Kraft 2 wirken gegen den Uhrzeigersinn. Die Kräfte summieren sich. Kraft 1 plus Kraft 2, nicht Kraft 1 minus Kraft 2 wie im ersten Beispiel. Die maximale Spannung im Stahl wird hier aufgebracht. Dazu haben wir einen Hohlschliff. Der Stahl im unteren Drittel hat eine Stärke von ca. 1 mm, was in diesem Fall der Schwachpunkt war. Zudem war der Hammer, mit dem ich auf das Messer einschlug, ein richtiger Klopper. Ich glaube, was in diesem Video passierte, war nicht der Beweis für einen zu harten und damit spröden Stahl, der vielleicht von Werk aus falsch gehärtet wurde. Einschlüsse gab es auch keine, man sieht ja die Bruchkante. Es war mutwillige Zerstörung, aufgrund mangelnden Nachdenkens. Dazu war alles gefroren und steinhart. Das Messer riss gewaltsam von unten nach oben auseinander. Was man auch daran erkennen kann, dass der Riss hier oben so einen Ausbruch hat. Ich kann's dem Messer also nicht verübeln, dass es zerbrach. Was der Grund dafür ist, weshalb ich mir ein neues besorgte. Ich liebe es einfach. Tatsächlich aber ein kleiner negativer Punkt ist die Verarbeitung des Griffes, was aber bei diesem Preis halb so wild ist. Die Kanten des Stahls stehen unsauber über die Griffschalen hinaus. Das gleiche haben wir bei den Schrauben. Das kann man aber auch mit etwas feinem Schleifpapier nacharbeiten. Beim in der Hand halten stört das Ganze überhaupt nicht, weshalb ich es einfach so gelassen habe. Ist das jetzt aber wirklich ein gutes Messer oder einfach ein verdammt geiles Stück Stahl für die Vitrine? Ja, der Hohlschliff ist ein kleiner Schwachpunkt. Wenn man dies aber weiß und nicht alle physikalischen Nachteile ineinander vereint werden, ist es genauso geil, wie es sich anfühlt. Ich habe wieder gelernt, dem Messer zu vertrauen und benutze es wie jedes andere auch. Es macht einfach Spaß, mit diesem Messer zu arbeiten. Für dieses Video soll es das gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt, findet ihr mich auf Facebook oder unten in den Kommentaren. Ein Link zu beiden Messern und wie immer zu allem, das ich in dem Video benutzte, findet ihr in der Videobeschreibung. Das nächste Mal werden wir uns das Matt 2 von Enforcer ansehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Taku.